Lohnt sich der Einsatz eines Schweißkobots für ein mittelständisches Unternehmen? Ein Kobot hat im Vergleich zu anderen alternativen Automatisierungslösungen wie Industrierobotern das Thema, dass keine hohen Investitionskosten, kein großer Platzbedarf notwendig ist, um ihn zu installieren und ihn letztendlich auch in den Fertigungsprozess unterzubringen. Deswegen ganz klares Ja, sowohl im mittelständischen Bereich, aber auch im Handwerksbereich kann der Kobot eingesetzt werden. Was kostet ein Schweißkobot? Als gesamtes Paket gibt es den Kobot für knapp unter 60.000 Euro. Das Besondere an dem Paket ist tatsächlich, dass wir die Inbetriebnahme beim Kunden vor Ort machen und auch die Schulung beim Kunden vor Ort machen. Und wir bieten auch in dem Paket die Möglichkeit zur Nachschulung, aber auch um neue Mitarbeiter schulen zu können, noch optional das Thema E-Learning an, wo man jederzeit einfach nochmal nachschauen kann, wenn irgendwas in Vergessenheit geraten ist. Wann rechnet sich der Kauf eines Schweißkobots im Durchschnitt? Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt natürlich an der Stelle auf den Kunden, auf die Bauteile des Kunden an und kann nicht pauschal beantwortet werden. Aber aus unserer Erfahrung zeigt sich, dass die meisten Kobot-Systeme sich bereits nach 1 bis 2 Jahren amortisieren. Wenn es einen Mehrschichtbetrieb in einigen Firmen gibt, dann auch deutlich schneller. Wir haben zum einen das Thema, dass wir die Produktionskapazität durch den Kobot erhöhen können. Das kann man sich so vorstellen, dass man einfach Aufträge annehmen könnte, für die man nicht ausreichend Personal zur Verfügung hätte und damit seine Produktionskapazität wirklich ausweiten kann durch den Kobot. Das andere Thema sind Produktivitätssteigerungen. Unsere Kunden berichten uns von Bauteilen, wo sie früher vielleicht ein Bauteil pro Schicht geschweißt haben, weil es im Handschweißverfahren gemacht worden ist und heute bis zu 4 Bauteile in einer Schicht produziert werden können, sodass wir da einfach eine Produktivitätssteigerung erreichen können. Der dritte wichtige Punkt an der Stelle ist, dass wir natürlich mit dem Kobot eine gleichbleibende Qualität hinbekommen, immer optimales Setup eingestellt haben und damit die Nacharbeit reduzieren können und wirklich Fertigungsschritte reduziert werden können, wie das Schleifen oder beispielsweise das Richten. Muss ich ein Experte sein, um einen Schweißkobot bedienen zu können? Sie müssen kein IT-Experte sein, Sie brauchen keine großartige Programmiererfahrung, um einen Kobot bedienen zu können und auch programmieren zu können. Man kann schlussendlich sagen, wenn ein Mitarbeiter ein Smartphone bedienen kann, dann kann er auch den Kobot bedienen. Wie schnell ist der Kobot in der Produktion einsatzbereit? Wir machen das so, das Kobot Welding Package wird von uns beim Kunden in Betrieb genommen und nach der Inbetriebnahme erfolgt beim Kunden vor Ort die Schulung für die Mitarbeiter an deren Bauteilen, die zukünftig mit dem Kobot geschweißt werden müssen, sodass diese Bauteile, die auch während der Schulung schon erarbeitet worden sind, gespeichert werden können, im Anschluss abgerufen werden können und mit gleichbleibender, wiederkehrender Qualität geschweißt werden können. Nach 2 Tagen sind die Bediener von dem Kobot in der Regel mit der Programmierung so weit, dass sie im Anschluss eigenständig und erfolgreich den Kobot programmieren können und auch neue Bauteile über den Kobot schweißen lassen können und somit den Kobot in den Produktionsprozess mit einbeziehen können. Die meisten Kobots schweißen im Mick-Mack-Verfahren. Gibt es auch einen Kobot, der WIG schweißen kann? Auch das WIG-Schweißen ist mit dem Kobot möglich. Genauso wie beim Handschweißen ist der WIG-Prozess der etwas kompliziertere Prozess im Vergleich zum Mick-Mack. Und es muss beim Kobot auf einen entsprechenden Vorrichtungsbau geachtet werden und die Teile präzise vorbereitet werden. Die Nahtvorbereitung muss stimmen. Und dann ist aber auch das WIG-Schweißen mit dem Kobot möglich. Wir werden bei Lorch ab August 2020 neben dem Mick-Mack-Robot auch ein WIG-System auf den Markt bringen.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben.